Ja, Leute, es ist wieder Zeit. Ein kleiner Real Talk ist an dieser Stelle wieder da. Und heute geht es um ein Thema. Hätt's gesagt, ihr habt den Titel gesehen schon. Unter anderem um die, ja, Produktstruktur. Und wie immer, ich habe mir Stichpunkte gemacht, habe mir alles aufgeschrieben. Heißt, wir werden ab und an drauf gucken. Aber am Ende ist das ein One-Take, dass man auch ein bisschen mehr die Gedankengänge versteht. Und eben verstehe, was man meint, weil gescriptet und schneiden kann man zwar sehr exakt eben das rüberbringen, was man möchte, aber wenn man eben so ein One-Take aufnimmt, hat man halt den Vorteil, dass man wirklich sieht, okay, also es ist jetzt nicht halt hier korrigiert, da korrigiert oder ähnliches, sondern es ist Stück für Stück eben nachvollziehbar, aber ihr kennt das Ganze, was erzähle ich eigentlich? Wir wollen loslegen. Ja, ich werde das so aufbauen, das ganze Video, dass ich hier Stück für Stück durch das ganze Jahr gehen werde, und zwar welche Produkte es gab und auch nochmal meine Meinung dazu, denn ja, es gibt sehr vieles, was man sagen kann, was nicht so optimal gelaufen ist. Aber auf der anderen Seite gab es auch sehr geile Produkte und dann wollen wir eben hier Stück für Stück drauf eingehen. Fangen wir an. Maze of Millennia, das erste Set des Jahres, und da muss man sagen, Bonfire war ein Ding. Bonfire war dann automatisch eine 100-Euro-Karte und das war ja sehr kritisch natürlich, ne? Also man muss sagen, die Karte, glaube ich, wurde auch ein bisschen hochgetrieben, also zu den Events, man hat gesehen später, ist die Karte auch runtergegangen. Nichtsdestotrotz endete das nichts, dass du diese Karte spielen musstest, offensichtlich Verstärkung für Demir, für ein Metadeck, was neu ist, so, natürlich ist das krank gut, aber insgesamt das Set, es hatte ein Meta-Impact, was man definitiv sagen kann, also, ne, Bonfire war da drin, Rollback war da drin, da war auch Trust drin, klar, nicht neu, aber ihr wisst, was ich meine, von daher, das war natürlich ziemlich nice, und wen wir auch bekommen haben, den wir gar nicht so auf dem Schirm haben, ist Nummer 1. Und Nummer 1 ist eine Karte, die irgendwann doch mal für Probleme sorgen wird. Die hat man gerade nicht so auf dem Schirm, aber Mindhacker ist nicht ohne Grund verboten. Die Karte ist da. Rollback war drin. Zusätzlich haben wir hier ein paar gute Reprints drin gehabt. Wir haben unter anderem die My Spectre Reprints bekommen. Wir haben aber Rettungsass-Karten ebenfalls als Reprints bekommen. Dann haben wir nochmal diverse Einzelkarten als Reprint bekommen. Alter Geist, ja gut, hat man jetzt nicht so gebraucht. Aber war ganz nett. Ich sag mal, im Endeffekt ist das ein okayes Set gewesen. Wie gesagt, wir haben ein paar Karten, die auf jeden Fall für die Meta relevant sind. Wir haben ein paar Reprints, die nice sind. Wir haben ein paar neue Karten, was ich immer ganz gut finde. Wir haben auch Anime. Wir haben da ja diesen Gerümpel-Synchronisierer in Quarter Century Secret Rare drin. Was natürlich, wie gesagt, für den einen oder anderen schon nice ist, in der Sammlung zu haben. Klar, interessiert die meisten nicht, aber insgesamt ist es natürlich ganz nice. Wieder das Produkt ist durchaus solide. Ist jetzt kein wow, krass, war aber auch kein, oh mein Gott, kompletter Flop. Von daher, ja, wollen wir nicht weiter uns lange draufhalten. Dann kommen wir zum ja, Set, was alle vergessen haben, aber das legendäre Two-Player-Starter-Set. Und das wurde ja komplett in der Community zerrissen. So, was für ein Shit-Produkt, was für ein Müll. Ich meine, was da drin, da ist sowas drin wie Hafengeist, Sparkman und all diese Karten, wo man denkt so, ja, was soll man denn mit diesem Müll? Na Leute, ihr seid nicht die Zielgruppe. Natürlich muss man bedenken, was die Zielgruppe ist, und dieses Produkt war nie für uns gedacht. Dieses Produkt war nie für einen von euch gedacht. Dieses Produkt ist wirklich für den, der auch nie Berührungspunkte mit Yu-Gi-Oh! Hatte, der einfach gerade frisch dabei ist und sagt, ey, ich will das lernen. Und dann sagt man so, gibt es da nicht ein Produkt, wie man irgendwie das Spiel erlernen kann? Und sagt, ja, das ist das Produkt Duck, das kann man eben erlernen. Dort ist das Ganze dabei. Außerdem haben wir natürlich einen netten Zeus-Reprint da drin bekommen, was natürlich nice ist. Zusätzlich haben wir eben was auch Reprints bekommen, wie Schwarzes Loch, die Crow oder ähnliches, was jetzt nicht, wie gesagt, das Produkt jetzt für einen normalen Metaspieler relevant macht, aber es ist nett, ein paar Kartenpreise sind dadurch ein bisschen runtergegangen, wie gesagt, ist nice to have, aber insgesamt, wie gesagt, das Produkt war nie dafür gedacht, dass es an irgendeinen Turnierspieler gehen sollte, dieses Set ist wirklich komplett für die Einsteiger und dafür ist es ziemlich gut, ich finde, die Mechaniken sind nice, ich finde es auch gut, dass man sich konzentriert auf Synchro und Exit und Pendulum und so rausgelassen hat, also von daher ist es eigentlich eine gute Wahl gewesen, hier wirklich sich auf Pendel, ich meine auf Exit und Synchro. Das sind auch die Mechaniken, die viele noch kennen von früher. Also bei Synchro sind ein paar ausgestiegen, bei Exit sind einige ausgestiegen. Ja, bei Pendel sind alle ausgestiegen, spätestens gefühlt. Also von daher ist das schon ganz sinnvoll gewesen. Die Karten sind gut und nicht zu kompliziert. Ist sehr nice. Also wie gesagt, als das, was es sein soll, funktioniert es sehr gut.
als natürlich als ein Produkt für Spieler oder ähnliches ist es natürlich überhaupt nicht gedacht. Ach so, und genau, ein Punkt, der noch damals angesprochen wurde, ist natürlich, ja, aber das soll ja animieren, damit zu einer Local zu gehen. Ja, okay, ne, also ich weiß gerade gar nicht, ich glaube, es steht sogar auf der Box. Ja, für eine Locals ist das natürlich nicht geeignet. Das ist halt wirklich nur, wenn du es jemandem beibringen willst, kann man es machen. Wenn du für Locals gehen willst, geh halt, kauf dir halt Structure Decks und dann go for it. Da hat man schon bessere Chancen. Aber wie gesagt, das ist natürlich dafür nicht geeignet, definitiv nicht. Das muss ich natürlich sagen. Aber als Einstiegsprodukt, ich finde es ganz, ganz gut. Also finde ich ganz gut. Ist definitiv besser. Also das hier insgesamt ist auf jeden Fall besser als ein Starterdeck, was irgendwie dann eine neue Mechanik reinbringt, wo man schon dann einen Spieler komplett überfordert und zusätzlich dann natürlich diverse Karten drin hat, die einfach komplett themeneigen sind, aber irgendwie gar nicht einen richtig ins Spiel führen. Und hier eben beim Starter-Set muss man bei diesen, ja, beim Starter-Set ist es halt einfach so, dass wir hier verschiedene Möglichkeiten haben. Wir haben Zerstörung drin, wir haben Kampfschaden, wir haben Ausrüstung, wir haben Ziehen, wir haben Kampfprotection, also wir haben die verschiedenen Mechaniken im Spiel und die werden eben gut rübergebracht, auch mit ikonischen Karten, von daher passt das Ganze, aber viel zu lang drüber geschnackt. Phantom Nightmare, boom, erstes Hauptset des Jahres und naja, ich brauche glaube ich nichts drüber sagen, dieses Set hatte huge Impact, also wirklich, ne, also da brauchen wir natürlich reden. Wir haben zum einen die Jubel-Karten, klar, ne, Jubel war da zu dem Zeitpunkt noch nicht an dem Punkt, dass man sagen kann, dass es metafähig ist, aber wir haben die ersten neuen Karten, wir haben Poplar und damit ist Snake Eye ja nochmal komplett durch die Decke gegangen, wir haben ebenfalls stimmlose Stimmen bekommen, was halt unglaublich gut ist. Wir haben noch ein paar generische Karten bekommen, wie theoretisch Eisdonner zum Beispiel oder ähnliches. Wir haben die Schwarze Ziege lacht, auch wenn man über den Namen reden kann. Wir haben Princess. Also im Großen und Ganzen ein sehr solides Hauptset. Also muss man sagen, ist ein gutes Hauptset. Ja, kann man schon sagen. Ist ein gutes Hauptset und ich glaube, das ist auch zusammengefasst. Es ist kein ultra krasses, zu denen kommen wir natürlich noch, aber es ist halt ein gutes Set gewesen, definitiv. Dann kommen wir auf zu Battle of Legends Chapter 1. Und das ist wieder so ein Set, wo viele sagen, was soll ich damit? Und verstehe ich durchaus, weil es ist immer ein Reprint-Set und Reprint-Set hat natürlich Sinn, dass nur alte Karten neu kommen, aber das ist genau das, was es ja bewirken soll und genau, wir haben genau das bekommen. Karten, die vorher irgendwie 10 Euro gekostet haben, sind auf 1 Euro runtergedroppt. Ist super gut. Wir haben Reprints von Karten wie Jubel bekommen, die vorher keinen Reprint hatten. Das heißt, Jubel war vorher gefühlt unbezahlbar, was das natürlich super gut ist. Die Set hat seinen Sinn erfüllt. Karten, die rar am Markt waren, wieder auf den Markt bringen, die Preise runterzudrücken, war, was das angeht, ein gelungenes Set. Es ist halt kein Set, was man sich holt zum Öffnen oder ähnliches. Na, da holt man sich halt die Karten, die einem fehlen und dann passt das eigentlich. Ja, mehr macht man mit diesem Set nicht. Also wenn ich sagen würde, ey, empfehle mir mal ein gutes Set, was ich öffnen soll, ja, dann sage ich natürlich nicht Battle of Legend, das ist natürlich klar. Was man aber theoretisch auf keinen Fall, was eine richtig komische Sache war allgemein dieses Jahr, ist die Reprint-Set. Wir haben dieses Jahr allgemein sehr wenig Produkte bekommen und das kann man ja auf jeden Fall erwähnen. Wir haben sehr wenig Produkte dieses Jahr im Vergleich zu den anderen Jahren bekommen und quasi indirekt jeden Monat ein Produkt. Und das ist erstmal, finde ich persönlich, eine Entwicklung, die eigentlich gut ist. Es war früher so, dass gefühlt in jede 2 bis 3 Wochen ein neues Produkt kam, du kamst nicht hinterher. Also wenn du gefühlt einen Monat geschlafen hast, so ja, du hast 2 Produkte verpasst. Dann denkt man sich, wie 2 Produkte? Ja, Meta verändern und Meta verändern. Denkst du, was? Ja, das war ein bisschen zu schnelllebig. Ich finde, man sollte da mehr auf die Qualität des Sets gehen dann, was natürlich dann wichtig ist, weil wenn weniger Sets kommen, dann guckt man mehr explizit auf das einzelne Set, da muss es natürlich auch ein bisschen größeren Impact haben, beziehungsweise an sich halt deutlich besser sein oder eben, ja, einfach, ja, das bessere Produkt sein natürlich. Ja, und dann gab es jetzt halt eben, wie gesagt, dieses Jahr diese Reprint-Set. Und ich werde auf jedes Set einmal Stück für Stück eingehen, weil ich gespalten bin bei manchen Produkten, aber wir fangen an, März, Legendary Decks 2. Und da muss ich sagen, why? Why? Also, for real? Warum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum das ist. Ich weiß, was das Produkt ist. Ne? Wir sehen, ich ordne die Produkte ein, was sie sein sollen. Legendary Decks ist kein Deck für Meta-Leute. Kein Fall. Also, auf jeden Fall nicht so. Es war immer schon auch so ein Einsteiger-Set halt für Anfänger, für Anime-Fans, Retro-Fans ist das super gut. Wir kriegen da bläugen weißen Drachen und so zum Beispiel. Ich meine, den Ultra-Drachen. Also, es ist natürlich cool. Ist nice so. Aber wir haben dieses Produkt schon bereits gehabt. Wir brauchen das Produkt nicht nochmal. Und dann kommt noch ein großer Aspekt dazu. Durch die Reprint-Politik von solchen Produkten zerstörst du den Sekundärmarkt komplett. Ich weiß, der Sekundärmarkt ist natürlich komplett egal für Konami. Aber trotzdem,
das Z selber war gefühlt eine Wertanlage. Und da ist ein komplett anderes Thema, Wertanlagen, Yu-Gi-Oh! Aber viele Leute haben halt die gehabt eben und jetzt auf einmal, ja, wieso mal? Und auf einmal droppen die Preise extrem, natürlich, ist ja logisch. Und das natürlich extrem frustrierend auf die einen Seite, für die Händlerseite und für die anderen Seite. Ja, also es war jetzt nicht so die extreme Nachfrage da. Also es war jetzt nicht so, dass jetzt jeder Zweite sagte, boah, Legendary Decks. Was eher da wäre, eine Nachfrage ist, bringt neue Legendary Decks. Da wäre, denke ich mal, die Nachfrage sogar gar nicht mal so verkehrt, wenn man da richtig coole Charaktere nimmt. Dann nochmal so Legendary Decks und dann ja, hat man da halt wieder Decks mit auch modernen Karten drin. Das hätte vielleicht ganz andere Wellen geschlagen, im Sinne von auch Interesse, auch die Zielgruppe ist das viel interessanter. Dann packt man vielleicht noch ein, zwei Staple rein so und dann ist das Produkt doch top, so, dann freuen wir uns doch alle. Reprint, hat keiner nachgefragt, wir haben es bekommen, hat auch keiner gewollt, so am Ende, die Leute sitzen da drauf jetzt. Klar, der ein oder andere, der dann sagt, ey komm, nehme ich mal mit, weil ist jetzt gerade günstig, so okay, fair, aber das ist halt nicht das Produkt und da weiß ich auch nicht, wieso man das Ganze hat. Beim nächsten Set ist es wieder das Hauptset und zwar Legacy of Destruction. Und Legacy of Destruction ebenfalls ein, ja, also wieder ein krasses, krasses Set. Also das ist auch wieder ein gutes Hauptset und muss allgemein sein, die Hauptsets wären in letzter Zeit sehr gut. Es gab in der Vergangenheit wirklich Hauptsets, wo man gesagt hat, ey, das ist wirklich schlecht. Also gab es, safe so, so Sets, wo eine Karte relevant war, eine einzige Karte war relevant. Der Rest war egal. So, ist halt, ja, nice to have. Support für bewaffnete Drachen oder so. Ja, pff, nice. Okay, okay. Aber es war halt kein gutes Hauptset. So, jetzt, wir haben ultra-krass Hauptsets. Wir haben immer meist irgendeinen neuen Archetype, der nice ist. Im Sinne von, der nice ist für eher so in die Tier 2, Tier 3 Richtung. Was cool ist, weil man Experimente machen kann. Wir haben ultra-krassen Meta-Support, was auch nice ist. Zusätzlich haben wir natürlich allgemein auch nochmal Support für alte Deck-Themen. Und auch gewisse Staples kommen jetzt raus. Zum Beispiel, wir haben jetzt natürlich auch in diesem Set eben zum Beispiel Viutras bekommen. Und Varutras, Entschuldigung. Und die Karte, Omni-Negate, natürlich ist das krass. Aber wir haben auch Ceturion bekommen, ein Metadeck, was vorhanden war. Wir haben viel Illusion-Support bekommen, was ultra krass war. Wir haben Throne bekommen. Ja, okay, da brauche ich nicht drüber reden. Wir haben Lightstones bekommen. Und natürlich, Leute, Tempai-Drache. Ja, darf man einfach nicht vergessen. Tempai-Drache hier auch am Start. Super gutes Hauptset, kann man einfach nicht schlecht reden. Ja, wo man aber etwas drüber reden kann, ist die Rarity Collection 2. Und man muss sagen, Rarity Collection 2 steht komplett im Schatten von der Rarity Collection 1. Und das ist klar. Die erste ist ultra krass. Nur Staples, nur heftige Reprints, alles leicht zugänglich für jeden. Oh, in Low Rare, in High Rare, 10 von 10 Produkten natürlich, ne? Rarity Collection 2 dann. Ja, man hat noch versucht, das nachzuholen, also an Karten, die fehlten, definitiv. Also Karten, die fehlten, so wie Lockbird, Diddy Crow, aber natürlich Moon und so weiter, MST, Cosmic Cycling, Twin Twister, Judgment, Strike und so. Das sind alles so Karten, ja, die kann man auch gerne haben hier, aber wie gesagt, das ultra krasse Highlight fehlt natürlich. Das Highlight war theoretisch gesehen einmal Godness, also das Link 5 Monster, IP, Soul, Appaloosa, die gebannt ist, also irrelevant inzwischen. Ja, Ghost Ogre vielleicht noch, Lockbird noch. Ach ja, genau, und die alternativen Artworks waren eben Lockbird oder Rettungskatze, gibt es hier ebenfalls in den Set halt. ebenfalls als, hier, sag mal, als eben dann nicht in Gold Rare sozusagen. Das ist natürlich sehr nice, weil viele mögen die Gold Rare Variante nicht. Aber mehr als, das ist ganz nett, ist es am Ende nicht. Und so ist die Rarity Collection auch. Die Rarity Collection ist ganz nett. Man muss sagen, Rarity Collection ist eins der teureren Produkte und dafür ist es dann einfach zu teurer. Die Rarity Collection 1 war auch teuer, aber das war einfach das 10 von 10 Set. So, da ist einfach alles drin. So, also jedes Booster ist ein Hit. So, jedes Booster ist was, was du spielen kannst in der Meta oder brauchen kannst oder teuer ist oder ähnliches. So krass. Rarity Collection 2 hingegen halt, du musst sehr suchen nach den Karten, die du brauchst. Klar, ist nett für den Sekundärmarkt. Safe so, alles in Quarter Secret Rare haben zu können, das Deck in Shiny, Shiny, Shiny zu haben, ist nice. Aber das Produkt selber, es ist für ein normales Display, also wenn es jetzt halt so um die 60 Euro kosten würde oder 50, 60 Euro, dann ist okay. Aber 100, 110, weiß ich auch nicht, ob es das dann ist, weil ja, dafür gibt es einfach dann zu wenig her, ne? Dann kommen wir zum nächsten Set, was
wo ich sage, sogar ist es okay. Und zwar das Lightsworn Structure Deck. Und dieses Deck ist, finde ich, sogar ein guter Reprint. Addison ist ein, Lightsworn ist ein Deck, was in Addison gespielt wird. Addison ist ein indirektes Support für Addison, was nice ist. Zusätzlich natürlich Lichtverpflichtete haben neuen Support bekommen im Hauptset. Ebenfalls dann die restlichen Lightsworn dann billig zu kriegen, ist super nice. Structure Deck selber ist jetzt keine krasse Sammlersache gewesen. Das heißt, du zerstörst damit den Sammlerwert nicht. Die Leute, die es haben wollen, können sich jetzt holen. Die Leute, die es nicht haben wollen, juckt es nicht. Das ist so ein Reprint, wo ich sage, ja, kann man machen. Also, nimm mal mit. Den nimmt man halt wirklich mit. Der war vollkommen solide. Kann man, wie gesagt, man passte vom Timing her. Da ist wieder, wie gesagt, so ein Reprint-Set, wo ich sage, ja, das ist gut. Das ist gut. Kann man machen. Also, nimm mal mit. Ist kein Problem. Dann kommen wir zum nächsten Set, und zwar Battle of Legend. Und da haben wir... Ja, was soll ich darüber sagen? Das Set selber erstmal. Erstmal, wir haben neue Karten drin, wie Phantom of Jubel oder das neue Fusionsmonster für Blue Eyes. Ja, beim Blue Eyes Fusionsmonster, man kann diese quasi gar nicht ziehen, ist eine ultra teure Karte. Das ist halt schade. Man hätte sagen können, die Karte gibt es in Quarter Secret Rare drin und in Secret Rare. Aber nein, man hat sie nur in Quarter. Und das macht die Karte halt so unglaublich selten und unglaublich teuer. Und weiß nicht. Weiß nicht, ob das jetzt so hätte sein müssen. Das war ein bisschen schade und auch ein bisschen schwach. Aber was wieder gut war an dem Set war, dass wir eben hier den Reprint von vielen Sachen haben. Wir haben hier unter anderem, darf man gar nicht vergessen, also wissen einige gar nicht, und zwar Ritual Beast. Ist hier überhaupt wieder strong geworden. Super nice. Infinite Reprint. Auch gut. Ebenfalls natürlich neue auch. Ice Barrier hat ebenfalls Möglichkeiten bekommen, überhaupt mitzuspielen. Beziehungsweise gibt auch Access für Sprite wieder. Sprite hat indirekten Support dadurch bekommen. Und ähnliches. Phantom of Jubel, wie gesagt, macht Jubel auf einmal metafähig. Also wir haben hier einfach sehr coole Sachen. Dann haben wir nochmal Sammelsachen wie Sky Striker. Also Sammelsachen. Das ist nice, da finde ich es übrigens nicht schlimm, dass es eine Quarter Secret Rare nur ist, weil, ja, ganz ehrlich, ist halt ein Sammlerding, ne? Du kannst Ray und so ja ganz normal spielen, kostet nichts, ist fein. Die Fusion, du kannst ja keine Alternative spielen, du kannst ja nicht einfach eine 1-Euro-Kopie davon spielen. Von daher, ja, also auch hier ein gutes Set an sich. Wie gesagt, der Blue Eyes, man gibt einen faden Beigeschmack, aber an sich ist das ein super Set. Wie gesagt, ne, gibt einige gute Reprints, einige neue Karten, guten Support, macht Sachen metafähig. Man muss natürlich sagen, wenn man jetzt Aspekt betrachtet, so von wegen Metafähigkeit, ja, Ritual Beast ist halt auch drin. Also, ne, darf man halt einfach nicht vergessen. Ja, Ritual Beast mögen so viele nicht, ist ein Deck high or not, weil entweder frisst du Nibiru oder frisst kein Nibiru. Das ist so ein bisschen die Wincon dieses Decks, aber... Ja, muss man halt dann so sehen. Dann machen wir weiter mit Info. Also, sie finden Forbidden und... Ja, komm, Leute. Das ist eines der krassesten Sets überhaupt. Also, das ist ja, das ist halt, also das, wie gesagt, das letzte Hauptset war schon, also das erste Set war gut, das nächste war sehr gut und das ist halt, krass, over 9000. Dieses Set bringt White Witch, womit Joshua Schmidt Sachen angestellt hat. Wir haben Engraver, wir haben Mulchami, wir haben den Hasen bekommen, wir haben für Tempai nochmal Support bekommen, wir haben, also, ne, Leute, brauche ich drüber reden, also das Set ist huge. Wir haben auch noch die Millenniumskarten, die übrigens auch nochmal irgendwann ihre Prime bekommen werden. Vermute ich mal, wir Moon drin. Also, das Set ist halt krank, ne? Also brauche ich drüber hin. Das Set ist heftig, ist ultra krass, mega gutes Hauptset. Dann haben wir Light of Destruction und da ist wieder ein Reprint-Set. Und da bin ich sehr gespalten, wirklich sehr, sehr gespalten. Denn zwei Sachen. Erstens wieder, ja, falls jemand noch ein Light of Destruction-Display zu Hause hatte, RIP, weil das ist natürlich komplett entwertet worden dadurch, was ich halt sehr schade finde. Ich verstehe halt nicht, warum man das an sich machen muss. Wie gesagt, mein Structure-Deck juckt das niemanden bei so einem Set. Doch, es gibt Leute, die OVP-Displays haben und denken sich, ja cool, ich habe dafür jetzt 1000 Euro ausgegeben. Nur als Beispiel, ich weiß nicht, wie teuer Light of Destruction ist. Aber, und dann auf einmal geht das halt nur noch 500 Euro. Ist halt ein bisschen schade, ne? Ist ein bisschen ärgerlich. Aber natürlich ist es schön, das zu öffnen, wieder Ultis ziehen zu können. Was sehr nice ist. Nicht nur diese Rarity Collection Ultis, also die OCG Ultis, sondern auch wirklich OTS Packs Ultis. Das ist super, super nice. Das macht Spaß zu öffnen. Das ist cool. Eine Ghost Rare kann man ziehen. Also man hat dieses Retro-Feeling, was sehr nice ist. Ist halt die Frage da, hätte man dafür ein Reprint gebraucht? Weil erstens, wir haben das neue Artwork der Karten. Also man muss noch sagen, alte und neue Karten sind unterscheidbar. Von daher gibt es da einen Unterschied. Das ist das eine. Trotzdem hat das natürlich den Sekundärmarkt komplett über den Haufen geworfen. Aber man muss sagen, warum nicht ein neues Set mit auch dieser Struktur? Mit der Ghost Rare, mit Ultis. Warum nicht ein neues Set? Wäre halt viel cooler gewesen, einfach zu reprinten.
Wie gesagt, ist ein bisschen schade, vor allen Dingen wieder für den Sammlermarkt. Von daher, ja. Und dann kommen wir zum nächsten Reprint. Legendary Dragon Decks. Ja, komm, Leute. Also, das ist halt wie das erste Legendary Decks 2. Ich weiß nicht, warum. Also, man muss ja sagen, dass sogar Legendary Decks 2 sogar beliebter war als das hier, weil da natürlich auch modernere Karten drin sind. Also, das heißt, für die Retro-Leute, ja, weiß nicht. Hätte man sich halt schenken können. Hätte man sich einfach literally schenken können. Vor allen Dingen, wenn man dann als Vergleich das Retro-Pack hat in Amerika. Warum haben wir das stattdessen nicht bekommen? Ich war in Amerika, weil ich bei der Weltmeisterschaft war, und dieses Set ist vergriffen des Todes. Es ist super gut. Man kann mit Freunden nochmal sagen, ey, wir öffnen ein Retro-Pack, bauen daraus Legs und kloppen uns. Es ist richtig oldschool, Yu-Gi-Oh! Das ist richtig geil, so wie man es früher wollte. Man kloppt sich. Das, wie gesagt, es sind gute Karten drin, also jetzt für ne, gegeneinander spielen. Nicht jetzt gute Karten im Sinne von für die Meta. Es ist Nostalgie. Du kannst halt wirklich die alten Karten zu. Retro-Pack ist ein so heftiges Set. Und wir kriegen Legendary Decks. Also for real. Warum kriegen wir keine Retro Packs? Also ich verstehe es nicht. Warum? Also, einfach nur, ich hätte es einfach gerne gehabt. Ja, ist einfach extrem ärgerlich. Ja, nächstes Set. Nächstes Hauptset. Rage of the Abyss. Und was soll ich da sagen? Rage of the Abyss ist natürlich auch ein krasses Set, aber eher wieder ein okayes Set und nicht ein, oh mein Gott, alles heftiger. Also wir hatten gut, sehr gut, ultra krass und jetzt haben wir wieder ein gutes Set. Aber ich meine, das ist ja auch schon mal the way to go, gute Sets rauszubringen. Wir haben hier diverse Stable-Karten, natürlich Mulchami, yay! Dann gute Trap, wir haben ebenfalls Support für verschiedene Archetypes, also Support für eben Six Samurai, für Nixon-Rüstung, für Haie, für achso, Mini-Ghoul auch, 10. Wir haben Fire King drin, was auch super gut ist. Zusätzlich meta-relevant, wie gesagt, Fire King, Mini-Ghoul, ja Leute, die kann man inzwischen auch dann in die Meta spielen. Dann ebenfalls der neue Fusions-Archetype, womit Azamina? Egal, ihr Name und ich, ihr kennt mich. Aber auf jeden Fall, das Set ist gut, definitiv ist das gut. Hat einen Meta-Impact, was ein Hauptset haben sollte, aus meiner Sicht. Gibt Support für viele verschiedene Decks, auch Fan-Favorites. Gibt Staples raus, pusht alte Decks, bringt neue Decks rein. Also, ey. Wieder Hauptsets. Wirklich, Chapeau. Gute Hauptsets dieses Jahr. Könnt gerne weitermachen. So. Dann kommen wir zur Tin. Ui. Und das ist natürlich ein riesig kontroverses Thema und wurde sehr, sehr in der Szene, ich sag mal, zerfetzt. Was ich übrigens interessant finde, weil es gab in der Vergangenheit bereits öfters Produkte, die wirklich nicht relevant waren für irgendwas. Nicht für Sammler, nicht für die Metaspieler, für quasi niemanden. Und am Ende trotzdem wurde das Set gesagt, ja, Set ist halt nicht so gut. Okay. Bei der Tin jetzt, sagen wir mal, die Tin ist nicht so gut. Okay. Nee, es ist, Alter, ich glaube, ich habe noch nie so viele Videos zu einem Set gesehen als zur Tin. Aber was halte ich von der Tin? Zunächst einmal, wir haben den Secret-Slot auf 100 erhöht. Und das ist schade. Also das hätte man nicht haben müssen. Ich habe übrigens mal geguckt in der Vergangenheit. Wir haben 23 bei einem Secret-Slot 70 gehabt. Der war da schon erhöht. Übrigens da. Keiner hat sich beschwert darüber, ne? Also man merkt dann halt, es ist einfach eine Stimmungslage. Und davor das Jahr hatten wir nur 35. Das heißt, die Tin 22 war 10 von 10. 35 Secret Rares. Darunter Godness, Pot, Lightning Storm, Smallwood, Droplet, Ogre, Ash, Dragoon, Crossout, alternative Artworks. Alter, die Tin war krass. Das Jahr danach, wie gesagt, schon 70. Und da war auch schon. Ja, die Bisse jetzt waren drin. Nice, so juhu. Aber war auch schon, yeah. Und jetzt dieses Jahr 100. Also, boah. Das Ding ist natürlich, man hat Rarities-Upgrades. Und Rarity-Upgrades ist nice, auch wenn gefühlt einige Karten, die bei der Secret Rare rauskamen, wieder Secret Rare rauskamen. Verstehe ich nicht. Es gab mal bei der Tin die Regel, Karten, die als Secret Rare rauskommen, kommen nicht mal als Secret Rare raus, sondern als Ultra Rare. Dadurch droppen die runter, sind halt deutlich häufiger, sind deutlich billiger dadurch. Hat man irgendwie vergessen, dieses System anzuwenden. Auch wenn ich den Ansatz wieder mit alternativen Artworks drin, finde ich immer gut, also wirklich gut. Aber wie gesagt, diese 100-Zahl ist zu hoch. Wir mussten wieder runter. Geht wieder auf 35 runter. 35 Secret Slots und allgemein 400 Karten für eine Tin ist definitiv zu groß. Und auch, wie gesagt, ich habe gesagt, die alternativen Artworks sind geil. Auch die Token sind an sich geil.
Aber das sind eigentlich eher Slots für Tin-Promos. Und es fehlen Tin-Promos. Bitte, bitte macht wieder Tin-Promos. Wie gesagt, sie müssen nicht ein Nibiru-Level haben. Es muss nicht eine krasse metafende Karte, eine Promokarte der Tinnen sein. Nein, aber wie gesagt, die Tokens allein. Bringt geile, nice Tokens raus. Und an sich sind die Token wirklich nice. Aber bringt die als, einfach als Promo raus. Dass man die safe hat, dass jeder einen Token haben kann. Und jeder sollte auch einen Token haben. Also jeder sollte eigentlich einen Token besitzen. Bringt die als Tin-Promo raus. Wirklich. Viel, viel besser, als in den Secret Rare Slot zu packen. Ich meine, man will, dass es bling-bling ist, aber mach sie als Promo, dann kannst du sie auch bling-bling machen. Also, es ist halt schade, ne? Das ist halt wirklich, wirklich schade. Und da ist eine Chance vertan, definitiv. Dann bei Ultra Rares, es sind auch zu viele, aber wir haben sehr viele Rarity-Upgrades. Ich sag nur, ja, ich weiß, ich als Chimera-Spieler, aber wir haben da viele Raritäten-Upgrades, was sehr nice ist, aber steht halt komplett im Schatten vom Secret Rare Slot. Und der Secret Rare Slot ist immer der beste Slot in eben den Tins und der ist in diesem Fall halt nicht gut gemacht worden und von daher ist es natürlich eine Enttäuschung. Es ist definitiv die schlechteste Tin seit 3 Jahren. Wir hatten wieder diese Tin, davor das Jahr war schon mehr, 2022 war ultra krasse Tin, also von daher ja, Chance vertan hier etwas zu machen, auch wenn natürlich der Sinn des Tins ein Reprint-Set zu sein, es ist ein Reprint-Set. Das hat es gegeben. Es wurden Karten nicht weggelassen. Was Positives übrigens ist. Man muss etwas Positives rausnehmen. SP Little Knight hätte auch zu 100% einfach sagen, ne, ist hier nicht drin. Die ist einfach in einem anderen Set drin. Trollololol. Das hat man in der Vergangenheit öfter gemacht. Ich glaube, bei Verbotener Tropfen war das auch so. Die waren nicht in der Tin erst. Und dann in einem anderen Set. Und dann erst in der Tin im Jahr da drauf. Hab ich auch nicht gecheckt. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Es ist natürlich nice, dass die drin sind, aber aufgrund dieser Verteilung, die man hat, ist das sehr klein. Übrigens wurde im Internet viel von gesprochen von Shortprint. Nee, Leute, die Wahrscheinlichkeit ist einfach extrem niedrig, diese Karte zu ziehen. Also einfach mathematisch gesehen. Also mathematisch gesehen ziehst du in einen Case, also wo mehrere Tins halt drin sind, ziehst du 0,4%, 40% ziehst du halt eine Karte. Garantiert. 40%. Also zur Hälfte quasi ziehst du die Hälfte der Karten einfach nicht. Also es ist halt die Shortprint, die Verteilung ist einfach nur schlecht. Das ist natürlich schade. Genau, also das hier zur Tin. Wie gesagt, man hätte da deutlich Sachen besser machen können. Zum nächsten Set. Das ist natürlich etwas, wo ich nicht weiß, wie das ganze Produkt wird. Und ja, Leute, wir müssen mal eben hier meine Kamera an- und wieder ausmachen. So, das heißt, sonst ist meine Aufnahme gleich weg. Ja, da war jetzt kein Schnitt drin. Ich lasse das trotzdem One-Take, weil die Tonspur als One-Take ist. Hattet ihr einen Black-Screen? Also, Bonanza. Bonanza erstmal als Rarity Collection 3, warum man es anders umgenannt hat. Man wollte vielleicht nicht mehr nach Rarity Collection 2, dass es nicht so gut gelaufen ist. Vielleicht den Namen ein bisschen ändern. Und dieses Set hat Chance. Dieses Set kann krass werden. Dieses Set kann wirklich ein sehr heftiges Produkt werden, aber kann. Wir wissen noch nicht alles darüber, wir wissen gerade nur, dass natürlich Super Poli drin ist, Princess und Diabellstar. Ist denn eine SP Little Knight drin? Keine Ahnung. Wäre natürlich krass, weil dann wäre SP Little Knight safe billig, allgemein. Wenn dort alle Karten drin sind, die jetzt noch teuer sind, also wie eine SP Little Knight oder ähnliches, dann ist die erschwinglich. Da fragt man sich natürlich, was hat die Tin gebracht? Also dann war die Tin ja überflüssig. Hätte man ja gleich Bonanza rausbringen können. Aber wir müssen nehmen, wie es kommt. Es ist halt Rage Collection 3. Ich finde erstmal den Gedanken gut. Wie gesagt, ich finde es nice. Man hat dann alles in Low Rare und High Rare. Man kann also entscheiden, was man spielen möchte. Ist insgesamt drückt es die Preise. Natürlich ist die Frage, welche Karten drin sein werden. Wenn es gute Karten sind, drückt es die Preise von guten Karten. Wenn schlechte Karten drin sind, dann hast du halt ein Rarity-Upgrade. Das war's so. Das wäre ein bisschen schade, weil dieses Set halt Chance hat, richtig viel zu machen. Aber auch hier, wir werden es safe mit der Rarity Collection 1 vergleichen. Und Leute, kleiner Spoiler, es wird nicht wie die Rarity Collection 1. Das heißt, meine Erwartung ist einfach, dieses Set sollte besser werden als Rarity Collection 2. Aber wird schlechter sein als Rarity Collection 1, was halt safe so ist. Und ich weiß auch noch nicht den Preis, vielleicht kann man den schon jetzt gerade, das Video kommt ein bisschen später, aber vielleicht ist er dann doch schon bekannt, aber im Großen und Ganzen, ich hoffe, der Preis ist halt nicht so wie Rarity Collection 2, weil sonst ist das wahrscheinlich wieder zu teuer. Und dann kommen wir zum letzten Set, Crossover Breakers. Und dieses Set wird auch wieder krass. Es ist nichts bekannt, außer 30 Karten aktuell. Und dieses Set wird trotzdem krass, weil wir einfach zwei Meta-Decks mit diesem Set bekommen. Und die werden mithalten können mit eben Snake Eye, mit Jubel
Und wenn, sind sie nur ganz knapp in Schatten. Und wenn dann die Banlist droppt und diese anderen Decks halt nochmal schwächt oder killt, sind die Meta. Also wir haben hier zwei Decks, die in die Meta mit reinkommen, die mitspielen werden. Wie gesagt, die sind also definitiv, ne, Snake Eyes nochmal und Jubel ist nochmal ein anderes Level an sich. Aber insgesamt sind das Decks, die eben mit diesen Decks mithalten können. Und die stehen im Schatten und werden halt kommen, wenn eben dann diese Decks gehittet oder getötet werden. Von daher, gutes Set so, alleine deswegen schon. Also nur wegen den Meta-Sets. Also wir haben jetzt zwei, also drei neue Archetypes drin. Zwei davon sind Meta-relevant. Super gut schon. Und dann kommen ja noch Reprints rein. Selbst wenn die Reprints alle nicht relevant sind für uns alle, ist es, finde ich, allein deswegen schon ein gutes Produkt, weil man eben sagen kann, ey, sind zwei neue Decks drin, die in der Meta gespielbar sind. Das ist doch schön. Also das ist super gut. Auch wenn das Shifter-Decks sind und das wieder einige wieder richtig gute Stimmung machen wird. Aber naja, aber so ist es dann halt eben. Neue Vielfalt ist gut, gefällt mir und so weiter. So, und jetzt haben wir alle Produkte des Jahres durchgegangen, die zum Zeitpunkt dieses Videos halt bekannt sind. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, ja, was ist dein Problem, Maurice? Ich habe ein Riesenproblem. Ich habe viele Probleme, nein. Aber warum haben wir kein Structure Deck dieses Jahr bekommen? Ich verstehe es nicht. Warum nicht? Für mich, also aus For Real, ist Structure Deck eins der besten Produkte ever. Fire King Structure Deck zeigt es doch schon. Es ist ein Structure Deck, was Meta-Impact hat, was geile Reprints hat und altes Deck-Themen aufbaut. Boah, ist das geil. Bitte, 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 Konami, bring Structure Deck. Ich liebe sie einfach. Und es ist perfekt für Einsteiger. Du kannst immer ein Einsteiger sein. Nimm drei Structure Decks, bau dir ein Deck draus, go for it. Dann hast du ein spielbares Deck. Klar, damit wirst du keine YCS gewinnen, aber dann wirst du auf einer Local safe diverse Runden gewinnen. Und selbst auf einer YCS oder so wirst du mit nur drei Structure Decks safe, also ich sag safe, die ein oder andere Runde gewinnen. Wie gesagt, du musst nicht erwarten, dass du toppst damit. Aber du wirst ein oder andere Runde gewinnen und das ist einfach super schön. Es ist das perfekte Produkt. Einfach und, wie gesagt, es ist nicht nur gut für Einsteiger, sondern es hat auch immer Meta-Impact. Eigentlich hat ein Structure Deck in der Regel immer irgendeine Art und Weise von Meta-Impact. Nice, liebe ich. Und dann Meta-Impact mit alten Deckthemen. Es ist immer ein altes Deckthema, was nochmal richtig guten neuen Wind bekommt und damit in die Meta mit reingedrückt wird. Und sei es nur als Fun-Deck in der Meta, was dann eine oder andere Win holt. Wie gesagt, nicht krass, wirst nicht toppen mit, aber du wirst gegen die Meta-Decks die eine oder andere Runde holen, was du vorher mit diesem Deck eben nicht konntest. Und deswegen, bitte bringt das wieder zurück. Ich verstehe es einfach nicht, dass man sich dazu entschieden hat, eben, ja, dieses Produkt nicht mehr zu produzieren gerade. Wir haben jetzt das Structure Deck Blue Eyes und wehe, diese Karten kommen in irgendeinem Booster und kommen nicht als Structure Deck. Bitte gib uns, ey, es ist das Einfachste. Mach ein Structure Deck, Blue Eyes drauf, es verkauft sich doch wie blöde. Wie kann man diese, bitte, bringt Structure Decks. Also wirklich. Also das ist einfach die Message, die ich auf jeden Fall sagen kann. Ich verstehe es nicht. Structure Decks, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Ja, was kann man jetzt abschließend sagen, nachdem wir alles zusammengesagt haben und ich mich mal ein bisschen beruhigt habe? Insgesamt, Hauptset, super. Super, laufen sehr gut. Reprint-Set sind an sich, also nicht Reprint-Reprint-Set, sondern Reprint-Set wie Maze of Millennia oder ähnliches, auch sehr gut dieses Jahr gewesen, insgesamt. Die Tin hat sehr enttäuscht, kann man einfach so sagen, gerade im Vergleich zu dem Jahr davor. Die Jahr davor war schon nicht so gut und sie ist noch schlechter geworden. Was soll man dazu sagen? Zusätzlich die Reprint-Set wie Light of Destruction und so, weiß ich nicht. Man hätte Retro-Pack oder ähnliches machen können, aber doch nicht die Legendary-Decks. Also, I don't know. Structure-Deck-Reprint war gut, aber der Rest, weiß ich nicht. Also, Light of Destruction ist halt nice to have, aber man hätte halt auch einfach das Retro-Pack nehmen können, wie in Amerika. Wäre halt viel, 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 viel besser gewesen. Oder eben ein komplett neues Set. Von mir ist auch mit alten Karten. Für Addison, für Goat von mir aus. Und dann auch Ghost und Ultis. Ah! 10 von 10 Produkt wäre das Ganze. Aber ja, haben wir das Ganze nicht. Und das ist der Überblick. Und jetzt, wie gesagt, was sind meine Wünsche für nächstes Jahr? Bitte bringt ein Structure Deck raus. Macht Structure Deck Blue Eyes. Also, ich bin richtig mad, wenn das nicht passiert. Die Tin muss wieder runter von den Zahlen. Der Kartenpool muss schrumpfen.
400 Karten ist ja nice, weil die alle ein Reprint bekommen haben, aber dann kann die kein Mensch ziehen. Mach den Kartenpool runter auf 150 wieder, auf 150 Karten, also alle Karten in der Tin 150. Secret Red Slot wieder auf 35 erhöhen, plus Tin-Promos. Und die Tin ist gut. Selbst dann, wenn eine SP Little Knight, also eine teure Karte, dann nach der Tin immer noch teuer ist, ist das Set halt immer noch gut. Du kannst halt nicht das Set dann schlecht finden. Jetzt, also es gibt quasi nichts Positives, was du darüber erzählen kannst. Von daher, da ist einfach das große Problem. Muss besser werden. Hauptsets weitermachen wie bisher. Reprint Set weitermachen wie bisher an sich. Vielleicht, wenn ihr jetzt weiter Ready to Collection bringen sollten, dann vielleicht nicht so teuer anbieten, vielleicht ein bisschen billiger. Das wäre vielleicht auch ganz gut. Und ansonsten war es das hier mal. Eine ganz unverfälschte, ungeschnittene Meinung hier rein. Wir haben viele Up und Downs gehabt, definitiv dieses Jahr. Gerade durch diesen Reprint-Sets dann halt auf einmal so, ja, also diesen Monat kommt nichts, nur die Legendary Decks. Boah, geil, Alter, darauf habe ich ja schon Jahre gewartet. Naja, aber ich wiederhole mich, glaube ich, wenn ich jetzt hier immer wieder alles wiederhole. Ich glaube, wir können alle jetzt festhalten, was die Quicksilver-Essenz aus dem Ganzen ist. Das Video geht unglaublich lange. Ich weiß nicht, wer jetzt wirklich bis zum Ende hier geguckt hat. Falls ja, lasst mich mal in den Kommentaren wissen. Und was haltet ihr insgesamt über das ganze Jahr, über diese Produkte? Wie gesagt, ich denke mal, mit Auf und Abs ist das Ganze gut zu beschreiben. Aber bei den Hauptsets, good job. Also aus meiner Sicht, Hauptsets können weiter so laufen. Wie gesagt, lasst es mich einfach mal wissen in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt natürlich wie immer einen wunderschönen Tag und natürlich viel Spaß beim Duellieren.